Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Level mit unserem Roro. Ja, hallo. Munter und fröhlich geht's weiter auf unserem Hof. Da wir jetzt so ein bisschen Ruhe haben hier und alle Felder fast komplett bestellt sind, können wir uns echt immer wieder der Pflege unserer Maschinen widmen. Ja. Und der Nachbetankung. Muss auch sein. Werde ich die Maschinen schon mal sauber machen? Roro wird sie dann tanken? Ja, das geht wohl nicht so. Und dann müssen wir sie ja auch noch wieder parat stellen auf die Felder, wo es dann wieder weitergeht. Sobald die Felder komplett wieder nachgewachsen sind, können wir dann gleich wieder loslegen hier. Ach, und kohletechnisch sieht es ja auch schon wieder ganz gut bei uns aus. Also ich habe jetzt 135.008 Tendenz. Okay, 135.009 hatte ich gerade, jetzt sinkt es gerade wieder rapide. Aber warum? Warum sinkt jetzt auf einmal mein Geldbetrag so rapide, warum? Weiß ich jetzt auch nicht. Der Helfer vielleicht noch oben? Das auch, ja. Ja, wir kriegen jetzt aber auf jeden Fall immer wieder Kohle auch durch das Bio-Heizkraftwerk. Da hätten wir mal sonst mal die Silage so schnell reinkippen konnten. Ja. Gibt das Ding ja jetzt auf eine gewisse Zeit immer eine Menge Kohle raus. Haben wir ja nun komplett das Ding gekauft haben für 1,1 Mille oder 1,2 Mille. Ja. Also wären wir da geldtechnisch auch ganz gut versorgt. Hackschnitzel können wir zwar jetzt erstmal nicht mehr machen, weil wir da kaum noch Geld bekommen. Mhm. Aber sobald das wieder funktioniert, werden wir da definitiv nochmal schön Kohle scheffeln und uns dafür auch noch große Investitionen leisten. Da. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Ach, der ist schon fertig. Wer? Der große hier? Jo, der ist fertig. Der müsste jetzt nur nachbetankt werden. Da du gerade hier bist, Rohrer, steig doch mal kurz aus und komm mal bitte her. Ich kann nämlich an dem Ding hier vorne nicht so wirklich erkennen, ob das nun sauber ist oder nicht. Ist oder sauber. Ob die Textur nur so ein bisschen matschig ist. Ist sauber. Okay. Dann mach ich jetzt den Traktor noch. Der ist ja zum Glück nicht groß verschmutzt. Aber da muss ich ja das Ding abkoppeln. Wieso kannst du so runterfahren? Ja, ich denke nachtanken. Du müsstest da auch rankommen können. Meinst du? Müsste gehen. Somit fährst du halt rückwärts ran. Na, mal testen wir mal. Wir schauen mal. Wenn wir schauen, dann testen wir mal. So, der Taktschnitzel-Dinge da tue ich jetzt erstmal unter das Carport. Also werden wir jetzt erstmal eine ganze Weile lang nicht anrühren können. Da fahre ich am besten mal rückwärts rein, ne? Der Ladewagen war ja sauber, ne? Genau. Ja. Können wir den ja gleich schon mit ankuppeln. Da wir den ja dann unten wieder brauchen für das ganze Stroh. Hey, das geht. Ah, ich gucke immer wieder gerne rüber zu unseren Kühen. Was machen sie Schönes? Das ist schon mehr wie ein Bauernhof jetzt hier. Was machen sie Schönes? Die laufen schön über die Weide und fressen und freuen sich des Lebens. Da tanken höre ich bis hierher. Echt? Jo, ist zwar sau leise hier hinten, aber ich höre es bis dahin. Der ist fein.
tanke ich jetzt den blauen und bringe den auch gleich runter. Da fehlte zwar nicht viel, aber lieber tanken und dann statt dann später da zeigen, oh oh. Hat du Unfall gemacht, Roh? Nein. Klang aber so. Nein. Lügst du schon wieder? Nein. Ich hab nur etwas zur Seite schon. Also Unfall. Nö, ist kein Kratzer dran. Ist nur eine Beule. Oh, oh, oh. Na gut, bei deinem Fahrstil wundert mich das nicht, Roro. Wieso? Ich fahr da auf der Straße. Aber Schlängellinien wie Sau. Ja, aber trotzdem auf der Straße. Naja, naja. Ja. Naja. Ja, größtenteils jeweils. So. Ja, so wie du fährst, möchte ich auch nicht neben dir fahren. Oh. Oder mit dir fahren. Das so wie, was ich gerade eben gesehen habe. Weißt du, wie das siehst, Roro? Nein, nein, nein. Was du wieder siehst? Ich sehe alles. Ist der jetzt fertig? Oh, aber der ist fertig. Siehst du nicht? Wer ist fertig? Den Düngerstreuer kannst du anmachen. Wunderbar. Okay, haben angeschmissen. Hier ist noch was zum Waschen. Das bringe ich dir jetzt. Okay. Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, ob hier unten war da ein Gehege, ne? Bei Feld 30. Ja. Was kam da nochmal rein? Ich hab dich schon mal gefragt, du hast mir das im Club gesagt, aber ich hab's wieder vergessen. Schafe. Ah, so war's, gut. Wie ist das eigentlich, wenn du Schafe hast mit der Wolle? Kriegst du Wolle. Musst du die selber scheren oder? Nee, glaube mit dem Ding, was da so an der Seite steht, da kommt die Wolle hin. Okay. Aber so ganz genau weiß ich es noch auch nicht. Naja, irgendwann werden wir Schafe haben. Könnten wir ja kaufen. Ja, wir sollten lieber erstmal warten. Oder erstmal warten, ja. Aber kommt noch. Ich meine, wir können ja mal spaßeshalber gucken. Aber kaufen jetzt erstmal lieber noch nicht. Ja, gut, die sind ja nicht. Die kosten. Also, die Kühe kostet am meisten. 2500 eine Kuh. Schaf 300, Hühner 70, Ferkel. Oh, kannst direkt Ferkel kaufen, die kosten 100. Dann kannst du noch Kälber kaufen und Küken, okay? Ja. Aber was jetzt die Kälber? Die kannst du verkaufen. Ja, du kaufst ein Kalb, um es dann wieder zu verkaufen, hä? Ja, wenn es wenn's dann richtig ausgewachsen ist. Verkaufst es. Ach so, das wäre dann quasi für Schlachter hier und so, ne? Den Viehtransporter brauchen. Genau. Ah, cool. Na, kommt auch noch. Also, kommt, wir haben ja noch eine Menge vor. Ich hoffe, wir schaffen das auch noch alles, bevor das neue Farming Simulator rauskommt. Oh ja, hoffentlich. Ich hab dir ein bisschen Arbeit hingestellt. Denn wenn das neue rauskommt, wird ja Landwirtschaftssimulator 2015 ja gar nicht mehr laufen. Also werden wir dann nicht mehr bringen. Weil dafür kommt ja dann das neue bei uns. Alter, ist das Ding mistisch. Aber immer wieder dieses Raupen-Dinge hier, ne? Ja. Das wird irgendwie immer am krassesten Trash. So. Warte mal, den haben wir jetzt stehen. Achso, der muss ja auch runter. Achso, ja. Dann kann ich dir auch gleich tanken, den LKW. Ja, der muss runter und muss auch betankt werden, denke ich mal. Ja. Ja, der ist noch drei Viertel voll, aber ja, wir tanken mal. Na, sicher.
Der schluckt auch ziemlich dann. Den kannst du auch gleich nochmal herfahren, dann kannst du ihn auch noch sauber machen. Der ist eigentlich sauber. Ja, gut. Mal lieber nochmal durchgehen. Schauen die an. Machen Krümel raus. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir gleich alle Maschinen machen, weißt du? Ja, okay. Dass er eh gerade hier wieder ruhig, mal schön ruhig ist auf dem Hof. Gerade nicht viel zu tun, da können wir echt mal die komplette Maschinenpflege machen. Ja. Hof aufräumen. Genau. Hofputz. Eine Inventur. Könnten wir auch mal machen. Inventur? Inventur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da kommen deine ganzen leeren Alkoholflaschen zum Vorschein. Das können wir nicht machen. Na, Das sind alles die Flaschen, die du dann während der Fahrt trinkst. Damit du halbwegs gerade fahren kannst. Das fand gut. Steigert den Wert des Hofes. Ah. Ja. Das ist okay. Und ich kann hier fahren. Erzähl uns was Neues. Weiß nicht. Der ist sauber. Wie weit ist denn jetzt da oben? Die Dinge da. Okay, der ist auch fertig. Den bringe ich auch schon mal runter. Mach den sauber, dann kannst du den auch gleich schon betanken. Nein. Naja, unseren Düngestreuer. Der ist fertig? Jo. Der ist doch schnell übers Feld drüber. Ja, gut. Das, wenn ich das richtig sehe, ist der dreimal übers Feld gefahren und war fertig. Ist doch gut. Du siehst ja immer die Spuren hier auf dem Feld. Mhm. Hast du eins, zwei, drei, na, viermal drüber gefahren. Ja. So, nachrücken, so. Okay. Da muss ich ja jetzt zweimal tanken. Wieso zweimal? Ja, einmal ein Trecker und einmal Saatgut. Ja, ich bezweifle aber, dass du das Ding voll kriegst. Hm, werden wir sehen. Also ich würde fast sagen, wir bräuchten echt bald noch so ein Saatguthersteller-Dinge. Ja, warte mal. Erstmal ist der Trecker dran. Kann eine Weiche dauern. Ja, mal schauen. Der ist wohl fast leer, oder was? Nö, halb voll. Jetzt. Über 100 Liter schon drin. Ui. Jetzt sind wir mal gucken, dass wir dann auch noch genug Sprit bei uns in der Tanke drin haben. Ja, 18.000 Liter sind noch drin. Von ursprünglich, glaube ich, 30, noch was. Ja. Das ist schon beachtlich, was wir da jetzt schon wieder getankt haben, ey. Ja, guck mal, was wir alles schon mit erfahren haben. Na ja, klar, es ist schon eine ganze Menge, du. So, und die sind nicht gerade sparsam. Das stimmt. Ja gut, wenn man bedenkt, wie viel PS die haben und so und dies, das und jenes, ne? Ja, schon normal irgendwo, dass die dann auch schlucken, ne? So, LKW ist auf jeden Fall sauber. Kannst du dann auch schon mal runterbringen? Ich mache jetzt einen Düngestreuer inklusive Traktor sauber. Oh, so dreckig ist der ja nicht. Und der geht irgendwie mal am schnellsten sauber. Sag mal, wieso ist denn ja Müll? Ach, wir haben Saatgut und Saatgut gebeizt. No?
Ja, Saatgut ist ja 0. Und Saatgut gebeizt haben wir 23.000. Ja, aber ich dachte, du benutzt die gebeizte Saatgut für das Dingens da. Warte mal, hä? Achso, scheiße. Oder musst du aus der gebeizten Saatgut auch noch was herstellen? Das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge erfahren. Nee, da. Ja, mal wieder. Das war's für heute. Das war's wieder für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.